Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft! Und wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, als wir das Portal bauen wollten und wir müssen uns jetzt nur hier einen Platz überlegen, wo wir das Portal hinbauen. Ich würde sagen, wir bauen es nicht in der Nähe unseres Hauses hin, sondern... Krass, geht das ja ab. Eigentlich ist sie doch ziemlich cool. Hier könnten wir doch eigentlich das Netherportal reinbauen. Also natürlich müssten wir da ein bisschen was ausheben, ne, damit wir da auch genug Platz haben. Aber hier scheint das ganz gut zu sein. So, dann baue ich einfach mal hier so einen Raum rein. Oh, das ist ja schon... Da ist ja schon das Meer. Okay, dann bauen wir uns mal ein bisschen hier so hin. Das soll jetzt ja auch nicht so die großartige Sache sein, ne? Soll ja einfach nur kurz Portal hin und zack, ab geht's in den Nether. Da wollten wir schon lange hin. Zumindest ich wollte das. Und jetzt endlich ist unser Traum wahr geworden. So. Juhu! Jetzt müssen wir nur gerade ein Streichholz finden oder Feuerzeug. Und dann könnten wir auch schon rein technisch in den Nether. Gut, ich muss noch ein bisschen... Ach da. Ich muss noch ein bisschen mein Inventar ausleeren. Aber ansonsten, denke ich, sind alle Vorbereitungen getroffen und... Wir können starten. Oh yeah. Okay, also. Genau, das war die Nether-Kiste. Ja, oder fast. Oben kann ich jetzt mal die ganzen Crap-Items ableer lagern. Lagern. So, weg. Weg. Ja, das muss auch noch weg. So. Den Eimer brauche ich auch nicht. Ja, ich denke, so passt das jetzt ganz gut. Ja, dann noch mit unten hier den Sachen. Genau, den Bogen brauchen wir auf jeden Fall. Pfeile wären bestimmt auch nicht schlecht. Den Cobblestone, um uns da so eine kleine Behausung zu bauen. Dafür brauchen wir natürlich auch noch diese ganzen Dinger hier. Ja. So. Ja, das war's jetzt. Auf geht's. Ah, nee, ich muss doch unser Feuerwerkzeug haben. Da. Ein Flint brauche ich noch. Zack. Ein Flint in Stil. Und schon geht's los. Nach all den Jahren geht es in den Nether. Nether. So. Ab in unsere geheime Höhle hier. Okay. Entering the Nether. Okay. So, kurzer Cut und dann ist er auch schon vorbei. Ging ja ganz schnell für euch. Und ich glaube, ich schalte mal die Musik um. Das ist ja nicht ganz so die passende für den Nether. Naja, das ist jetzt auch nicht ganz so passend für den Nether, aber immer noch besser als nichts. Oh. Ich möchte hier raus. Ich möchte an die Außenwelt. Ich brauche Luft. Musst du aus der Höhle raus? Geht's da raus? Es leuchtet da schon mal. Oh, das Feuer. Ah. Ah. Schöner Anblick. Endlich im Nether. Da fühle ich mich richtig zu Hause. Muss mich wissen, eigentlich komme ich nämlich aus der Hölle. Bin nämlich so teuflisch. So. So. Jo, das brauchen wir auf jeden Fall erst. Ah ne, erstmal brauche ich mal am besten die Hütte da am Netherportal. Wobei ich glaube gar nicht, dass wir da jetzt so viel bauen müssen, weil wir sind ja da schon relativ eingezäunt. Ne, da oben waren wir, genau. Ich finde den Weg jetzt schon nicht mehr zurück. Und was natürlich unser erstes Ziel hier sein wird, ist natürlich ganz klar. Und zwar ganz schnell die Netherfestung finden und dann ein bisschen da drin rumspielen, um es mal kurz zu formulieren. Ja, ich denke, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen. So. Licht auch noch. Jetzt brauche ich noch hier die ganzen komischen Sachen, ne? Die baue ich mal am besten direkt ans Portal. Soll ich hier überhaupt mal ein bisschen Fackeln hinbauen? Ich meine, man will ja nichts Unnötiges riskieren. So.
Das sieht doch ganz gut aus. Ja, können wir schon mal die ersten Items einlagern. Da, Flint brauche ich, also Flint ins Ziel brauche ich da auch nicht. So ist das doch mal ganz gut. Ja. Und jetzt auf zur Suche. Zur unendlichen Suche des Nether-Portals. Es wird wahrscheinlich Jahre dauern, aber wenn wir es dann gefunden haben, sind wir glücklich. So. Na, liebe Schweinegenossen. Ihr Kameradenschweine. Ah, ich baue jetzt erstmal auch vorerst keinen Glowstone ab. Kein Nether-Portal. Ich habe einen ungebetenen Gast gehört. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, wo der ist. Gehen wir einfach erstmal weiter. Oh, da ist er ja. Ah, jetzt habe ich das Ding nur getroffen. Nein. Bam. So. Sag ja, verrückt. Er hat's verdient. So, jetzt mal hier runter. Mal gucken, ob er irgendwas Cooles gedroppt hat. Ja, ein Gasttrainer. Okay, hier ist auch nichts. Also irgendwie sieht das ja nicht ganz so nach Nether Festung aus. Mist. Wie mache ich das denn jetzt hier? Irgendwie, ich habe jetzt auch keine Lust, hier so 3 Stunden lang drin zu suchen. Und das ist jetzt doof. Doof. Vielleicht sollten wir hier mal drüben ein bisschen gucken. Vielleicht haben wir da ja Glück. Aber es sieht... Oh! Nether-Festung. Also, man kann sagen, was man will, aber irgendwie haben wir hier gerade im Nether ziemlich viel Glück. Erstmal eine Gasträne schön fett abgesackt. Jetzt auch noch eine Festung. Wir sind noch nicht gestorben. Also bisher läuft das hier... Okay. Bisher läuft das hier wirklich optimal. Jetzt müssen wir genug da runterkommen. Brauche ich mal gerade ein bisschen Netherrack für ab. So, geht ja auch ganz schnell mit der Eisenspitzhacke hier. So, alles weg. So. 21. Ich weiß nicht, ob das unbedingt reichen wird. So, ach, okay. Ich habe eine Idee, wie wir das machen. So, wir bauen jetzt einfach hier so eine schräge Treppe dran. Dann passt das schon. Also, ich meine jetzt nicht schräge Treppe, sondern wirklich hier eine gerade Treppe so am Felsen entlang. So, jetzt müssen wir uns noch kurz hier rüber bauen. Zack. Ganz schnell, ganz sicher. Ja, Sigi. So. Ah, perfekt. Perfekt. Müssen wir noch in die Nether-Festung reinkommen, aber ich denke, das ist eher das kleinste Problem, was wir jetzt haben. Ich denke gleich mit diesen, wie heißt die Dinger nochmal? Ja, was war das denn? Die Lohn werden, glaube ich, gleich ein Problem werden. So. Okay, so. So. Ah, und schon sind wir oben. Ich kann ja auch mal hier kurz eine Fackel hinsetzen. Einfach so. Ich meine, wieso hat man sie denn dabei, ne? Tatsächlich, wieso habe ich sie dabei? Weil ich meine, eigentlich gibt es auch im Nether diese Grundhelligkeit. Und Glowstone ist ja auch nicht so jetzt zu unterschätzen. Aber ich denke, ab und zu mal so eine Fackel zu setzen, ist auch, glaube ich, ganz gut für die Augen. Wenn man sich immer so dunkel hat. Ne, ich gehe erstmal hier zum Glowstone. Den kann ich ja wohl abbauen. Ich meine, der wird mir hier praktisch angeboten. Oh, ich glaube, da hinten ist wieder eine Sackgasse. Oh. So. Weiter. Immer weiter. Nee, ist doch keine Sackgasse. Na gut. Hier jetzt schon, ne? Aber es geht ja auch links und rechts weiter. Ach, komm. Oder habe ich... Nee.